Es ist allein eine Provokation, dass man mal ernsthaft eine Stadt angreift, auf kommunaler Ebene. Nicht? Die AfD ist, das muss man leider sagen, auf kommunaler Ebene bislang nicht mit Erfolg gesegnet gewesen. Wir haben unsere stärksten Ergebnisse bei Bundestagswahlen, dann kommen so ein bisschen die Landtagswahlen, aber kommunal haben wir noch nicht wirklich große Erfolge eingefahren. Und jetzt zeigen wir einmal hier, dass wir mit einem geschlossenen, wie ich finde, auch sehr zukunftsorientierten Programm, nicht? Wir sagen ja, weil wir wissen, was die Stadt ist, können wir an der Spitze des Fortschritts marschieren, dass wir ein komplettes Alternativprogramm anbieten können. Wir bieten das Bessere, das Andere, das neue Dresden. Gegen Leute, die weiter so sagen. Als wir angefangen haben zu überlegen, wie machen wir das, kamen natürlich auch die üblichen Vorschläge, du musst die hohen Strompreise problematisieren, du musst ausschließlich auf die Missstände gehen. Ich habe gesagt, nein, die Missstände kennen die Leute. Sie wollen nicht wissen, dass sie am falschen Bahnhof sind. Sie wollen wissen, was ist der richtige Bahnhof, wann fährt der Zug dahin und wo kriege ich das Ticket. Und das bieten wir an. Wir bieten also nicht nur eine Zustandsbeschreibung an, sondern wir bieten die Vision des besseren Dresdens plus den Mitteln, die nötig sind, es zu erreichen. Und dann hören wir ja immer diese Sprüche, nicht? Weltoffen, weltoffen. Also der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp sagt, weltoffen ist auch ein Gullideckel. Die größte Angst, die wir haben müssen, ist vor dem Weiter-so. Und das, wozu ich die Menschen motivieren möchte, ist, dass sie den Wandel wagen. Es muss jedem klar sein, in Dresden und in ganz Deutschland, wenn wir die jetzige Politikergeneration mit der jetzigen Ideologie weiter regieren lassen, werden wir arm, wird dieses Land sehr unfriedlich und ist die gesamte Leistung dessen, was wir geschafft haben, an Sicherheit, an Wohlstand, an Freiheit, ist nicht zu halten, ist in Gefahr, wird verschwinden. Und deshalb müssen wir die Menschen aufrütteln, dass sie den Wandel wagen.